Hallo Freunde der Wissenschaft. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich schaff's, ein Video zu machen. Die PTU ist nun draußen für in Welle 1, so dass man da so ein bisschen was zeigen kann. Und da habe ich mich mal rangesetzt und die Missionsoptimierung der Reclaimer-Mission von ARCOP aufgenommen. Und zwar gibt diese Reclaimer-Mission, wo man diesen Captain suchen muss für 24.000 Alpha-UEC. Und da habe ich mir gedacht, ach, wenn man das mit einer Vulture macht, kann man noch zum Nachtisch noch die Reclaimer abbauen, also entkleiden. Also habe ich mich hier rangesetzt, habe hier das Multitool eingepackt, beziehungsweise den Traktorbeam. Muss man aufpassen, wie man hier sieht, hat er hier den falschen Modus angezeigt. Man sollte also immer ein bisschen Ersatz Sachen mitnehmen, aktuell noch in der PTU, falls der das Mining Tool, das Multitool den falschen Modus anzeigt, ist es halt wichtig, dass man da Ersatz-Multitools dabei hat, bis es dann endlich funktioniert. Sonst kann das sein, dass man den Traktorbeam nicht benutzen kann, weil er Healing anzeigt oder irgendwas. Das wird vor allem kompliziert, aber da sind sie schon dran, laut Issue Council, wenn man das Salvage Tool benutzen möchte mit diesem Kanister vorne dran, dann spinnen die aktuell noch sehr gerne rum. Ich habe euch natürlich ein paar Sachen rausgeschnitten, ein paar Sachen werden in Zeitbeschleunigung, so ein Zeitraffer dargestellt. Ansonsten, was gibt es zur PTU zu sagen? Die hat noch sehr viele, 318er PTU hat noch sehr viele Macken. Wenn sie dieses Display flackern hat, sorgt irgendwann, wenn man mehrfach einen ausgeschnitten hat, beziehungsweise dieses Flackern verursacht hat, sorgt das dafür, dass die HUDs ausfallen, zum Teil, und die MFDs komplett. Das ist dann bei Fahrstühlen immer ein größtes Problem. Außerdem sehen die Triebwerke der Vulture nicht nach Dreg aus, sondern eher nach Misk. Ich hoffe, dass er sie auch noch, dass es die typische Dregfarbe bekommt. So, ich habe jetzt gleich den Sprung zum Missionspunkt. Ich checke jetzt noch einmal das Multitool. Jetzt steht da auch Traktorbeam, so wie es sein muss. Also brauche ich nichts mehr umbauen, es funktioniert jetzt. Für alle, die Reclaimer-Mission noch nicht kennen, also diese bei ARCOP, die fehlgeschlagene Verhandlungsmission, geht immer noch ohne Waffen. Das ist also weiterhin eine friedliche Mission. Und wie jetzt gerade gesehen hat, hatte mich gerade versucht, einen UI-Typ anzufunken. Es gibt keine Strafe mehr, wenn man denn wenn man das schafft, bevor er den Funkspruch gibt, schon auf B zu drücken. Dann kann man ja auch einfach abbrechen hier so. Für alle, die die Mission noch nicht kennen, man muss dann in diese Nähe fliegen, dann geht auch der Marker weg, dann fliegt man einfach weiter. Ein Reclaimer hat eine riesige Signatur, ein bisschen ranfliegen und dann kann man die aus knapp 50 bis 40-50 Kilometer sieht man sie dann plötzlich irgendwo dazwischen. Da kann man sie scannen, hier sieht man auch das Holo. Wenn man das nicht abgestellt hat, dann sieht man aus der Ferne schon, in welche Richtung und Lage das Schiff hat. Das Holo ist also auch ganz praktisch. Je näher man kommt, desto mehr Scanning-Informationen gibt es.
Im All muss man natürlich aufpassen, rechtzeitig zu bremsen. Lieber dran vorbeiziehen. Statt gegenfliegen. Ja, hier ist sie, breit auf alles. Aufgabe ist es, wie gesagt, ein Datenpad vom Captain zu besorgen. Den Captain erstmal zu finden. So, ich nutze natürlich den vorderen Ausstieg. In dem Fall. So, ich beschleunige jetzt gleich ein bisschen den Verlauf. Das ist ja, wenn man die Mission nicht kennt, schaut es euch in Ruhe an. Hier gucke ich nur, ob die Datenpads da sind, aber sind mal wieder nicht da. Ich sammle sonst mal gerne alle Datenpads ein, die es gibt. Aber diesmal fehlen wieder einige. Dann geht's runter. Und hier ist jetzt ein wichtiger Punkt, der nicht zur Mission gehört. Man muss jetzt natürlich zur Brücke gehen, um die Schilder abzustellen. Wir wollen ja nachher noch Nachtisch haben. Also setzt man sich hier in den Pilotensitz. Dann drücke ich hier die Schildtaste. Draußen hat man schon gesehen, hängt ein UEI-Schiff rum. Das ist ganz gut, falls Piraten NPCs kommen, dann sind die wenigstens beschäftigt. Und dann bleibt vielleicht das eigene Schiff hängen. So, hier ist übrigens auch so eine Station. Wenn ich in diesen Maschinenraum klettern möchte, kann das auch schon hier unten machen. Nur so als Tipp. Kann man hier die Gravitation abschalten. Wissen vielleicht einige noch gar nicht, dass das hier auch geht. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen Ungeeier hier ausgeschnitten, jetzt bin ich hier beim Captain. Nehmen die Missionsdaten auf. Jetzt ist die Mission prinzipiell schon zu Ende. Jetzt kann man also zur Lakan-Station fliegen, die angegeben ist. In diesem Fall, also meistens ist es AGL1, in diesem Fall jetzt AGL1 genau. Ich gehe jetzt noch nach unten und hole mir noch die Waffe und das letzte Datenpad von dem Typen hier unten. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich mit Händen und so an den Wänden entlang zieht, wenn er im IWE ist und in einem Raumschiff. Also das ist mir in dieser Version ziemlich stark aufgefallen, dass er das zu machen scheint. Dass man sich also an den Wänden oder an dem Fußboden entlang ziehen kann. So, jetzt geht's wieder raus zur Vulture. Und der Nachtisch ist angerichtet. Ja, das UI-Schiff ist gleich um die Ecke. Wie man sieht, ist es dem UI-Schiff egal, dass ich jetzt die Breit auf alles anknabbere. Es kommt zwischendurch die Friendly-Fire-Meldung, aber
CV-Schiff macht nichts. Ich habe euch das mal im Zeitraffer gemacht und ich finde, es ist einfach unglaublich entspannt, das neue Gameplay. Weiß nicht, was haltet ihr von dem Savage Gameplay? An der PTU kann das ja jeder testen, der in die PTU kommt. Demnächst soll sie ja schon eröffnet werden in anderen Wellen, sodass wirklich jeder reinkommen kann, der das möchte. Und da dann jeder eine Walsche hat und eine Reclaimer, kann man das auch gerne mal ausprobieren. Das ist jetzt mal im sechsfachen Zeitraffer. Einfach ehrlich, auch im sechsfachen Zeitraffer sieht das echt gut aus. Hier unten ist sie besonders lecker. Ab und zu spinnen die Laser, nicht wundern, einfach abschalten und wieder einschalten. Wenn ihr das merkt. Zwischendurch muss ich natürlich immer runtergehen, die Ladung umladen, den Traktor bieten. Dann mache ich vielleicht noch mal ein eigenes Video draus, wie man das macht. In diesem Fall hat es auch ein bisschen rumgesponnen, ich konnte einen Slot nicht belegen. So dass ich dann wirklich nur 12 verkaufen konnte, sonst kann man ja 12 plus 1 verkaufen. Aber wie man sieht, ist das Savage Gameplay auch wirklich auf große Schiffe angelegt, also große Opferhüllen. Weil man sieht, wie, wenn man jetzt aufpasst, wie viel ich von der Reclaimer abbauen muss, bis meine Walcher voll ist. Ja, kann man sich ja vorstellen, wie lange es dauert, wie viele Schiffe man abbauen muss, bis man die Reclaimer voll kriegt mit über 180 SCU. Ich mache das dann auch meistens so, in diesem Fall, dass ich dann noch am Ende, wenn das alles voll ist, nochmal ein paar Container abfülle von diesem, für die Salvage Tool, für später mal, ich will es ja auch noch zeigen. Das geht ganz gut, indem man es eben schon mal abbaut, abfüllt und dann wieder ein Stück nachfuttert. Wenn er eh den Kanister nicht auswerfen kann, kann er ja, dann bleibt er, ist ja immer was im Filler. Jetzt baue ich noch ein bisschen Triebwerke ab. Hinten das Abdomen habe ich komplett, oder fast komplett abgefuttert. Ich nenne das jetzt mal so. Das erinnert mich immer ein bisschen an eine Krabbe, hier so eine Kokosnusskrabbe. Die Reclaimer, ich weiß nicht. Ich denke, dass das Tier, nachdem sie entwickelt wurde, ist die Kokosnusskrabbe. Googelt das mal nach. Ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine. So, jetzt zeige ich euch nochmal mit den Kanistern, die man hier drucken kann. Also es ist jetzt voll der Filler mit einem SCU und davor steht ja schon die Kiste. Dann klickt man hier auf diesen Kiste-Knopf und kann dann hier auf Drucken klicken. Und dann nimmt man da einfach den Dings raus. Das steht zwar nicht da, man kann es aber anklicken. Dann macht er es direkt an die Rüstung. Also nicht ins Inventar, sondern an die Slots, wo man Munition anhängen würde. Es gilt auch als Munition für das Salvage-Tool. So kann man sich das merken. Und mache ich mal ein paar. Wie man sieht, geht dann immer 0,03 ungefähr oder 2,5 aus dem Filler wieder raus. Und dann fülle ich jetzt noch ein bisschen Material ab, um den Filler wieder voll zu haben.
Und dann geht's ab. Ach, der 1. Abgegeben. Und jetzt wird noch das Nachtischgeld abgeholt. So, nach dem Laden wird dann natürlich mal geguckt, wie viel Betriebskosten das jetzt verursacht hat. Ich bin jetzt ja, wie man gesehen hat, einmal hin und her gesprungen. Zwischen zu einem Mond, zu einem Landepunkt und wieder zurück zum Planeten. Und dort ein bisschen rumgeflogen. Aber alles sehr, sehr wenig Kosten. Viel Hydrogen braucht man eigentlich auch nur, wenn man sich innerhalb von Atmosphären bewegt. So, hier kam jetzt plötzlich ein Typ entgegen. Hab ich mich schon gewundert, aber er wollte offensichtlich nicht zum Schiff. Der steht jetzt hier vorne rum und hat wahrscheinlich das Fahrstuhlproblem, was ich jetzt auch habe. Aber nicht entmutigen lassen, man kann es trotzdem anklicken, man muss sich halt circa merken, wo die wo der Knopf ist, um wieder raus zum Flughafen zu kommen. Den Hangar zu treffen ist eine andere Sache, aber zum Flughafen. Ist halt da unten der Knopf. So, dann Schiff einlagern, das gab auch Probleme, er hat es nicht richtig angezeigt und hat die Storage, Transporting to Storage gemacht. Transporting, aber das ist egal, es hat trotzdem funktioniert, wie man gleich sieht. Und auf diese Art kann ich jetzt Salvage-Material verkaufen, in diesem Fall 12 Einheiten insgesamt. Einmal die 12, die 11, weil ja eins nicht ging. Für 84.000, die jetzt im Grid standen. Einen Grid konnte ich nicht benutzen. Und dann das vor dem Filler, das gilt einzeln, das kann man also auch verkaufen. Für nochmal fast 8.000. Ja, wenn man das also richtig voll kriegen würde und das Grid nicht rumspinnt, dann hätten wir jetzt knapp irgendwie 97.000 oder sowas. Muss man ausrechnen. Auf Krimhex gibt es deutlich weniger dafür, muss man auch beachten, wenn man dieses Material verkaufen will. Und noch weniger gibt es, wenn man es von irgendwen übernommen hat, wenn man also die Kisten von einem anderen nimmt oder auch bekommt, das ist egal, gilt das halt als Hehlerware und das kann man dann nur an den Hehlerterminals verkaufen für noch weniger Geld. Macht euch noch eine schöne Woche, bald schon ist Weihnachten und bis zum nächsten Mal, euer Siok.